Ausgezeichnet ist der Rewe-Markt von Katrin Schiffmann aus Wurzen. Die Marktleiterin verteidigt mit ihrem Team das Qualitätszeichen für generationenfreundliches Einkaufen, welches der Markt bereits seit 3 Jahren innehatte. Der Grund für die Bewerbung entstammt aus der breiten Kundenschicht, die tagtäglich im Rewe-Markt zum Einkauf kommt. Wir machen ja immer Kundenbefragungen und da wird ja immer ermittelt, wer bei uns einkaufen kommt. Und da kommt ja eine total breite Spanne an Kunden einkaufen, von Jugendlichen bis die wirklich mit dem Rollator kommen. Und ich denke, da schon allein an dem Aspekt her ist es wichtig, dass wir das auszeichnen und dass wir dafür alle einen richtigen Einkaufsmarkt haben. Etwa 60 Punkte aus einem Kriterienkatalog gilt es zu erfüllen. Von der Breite der Gänge über die Ausleuchtung der Verkaufsfläche, Barrierefreiheit. Prinzipiell kann sich jeder dafür bewerben beim Handelsverband. Man kann sagen, man möchte das, kann sich dann bewerben mit einem Formular und die kommen dann und machen den Check. Und wenn man den bestanden hat, kriegt man sofort Bescheid und dann gibt es später einen Tag, wo man ausgezeichnet wird. Dieser war am 12. April. Ein Teil des Teams sowie Oberbürgermeister Jörg Rücklin standen bereit, um den Geschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, Gunter Engelmann-Merkel, zu begrüßen, der die Auszeichnung, das weiß-orangene Siegel, im Gepäck hatte. Er freut sich besonders, die Auszeichnung hier erneut verleihen zu können. Herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Schiffmann. Wir freuen uns, dass Sie das gemeinsam hier mit Ihrer tollen Mannschaft geschafft haben und gratulieren Ihnen, dass Sie den Titel tragen können. Ihre Kundschaft wird es freuen, denn um die geht es letztlich. Deshalb machen wir das mit diesen Kriterien, deshalb sind die Standards so hoch, damit Sie sagen können, auch das, was Sie täglich unter Beweis stellen, ist eine tolle Geschichte. Wir haben ja an alle gedacht, die zu uns kommen. Oberbürgermeister Jörg Rücklin, der selbst gern hier einkauft, reihte sich den Glückwünschen an. Solche Zertifikate sind ja immer ganz nett. Da hat man, Engelmann Merkel hat es gerade gesagt, einen schönen großen Katalog und den muss man dann abarbeiten. Und es gibt viele Zertifikate, die sind einfach mal so da. Und dann gibt es Zertifikate, die muss man sich erkämpfen. Und da muss man was dafür tun. Und da muss man auch richtig was dafür tun, um es wiederzubekommen. Und das gelingt Ihnen. Und Zertifikate, die erneut verliehen werden, die sind was ganz Besonderes. Und dafür meinen herzlichen Glückwunsch. Ich kaufe gerne bei Ihnen ein, weil es hier immer sehr schön ist. Und wenn wir dann noch mit Bitcoin bezahlen können, dann ist es auch in jeder Generation angekommen. Dankeschön. Marktleiterin Katrin Schiffmann freut sich sehr über die Auszeichnung. Wieder schön, dass wir es geschafft haben. Es ist natürlich sehr freudig und dass wir das unseren Kunden wieder mitgeben können, dass wir das geschafft haben. Das ist eine tolle Sache. Für Sie und für das gesamte Team von 49 Mitarbeitern. Ob vom Gymnasiasten im Nebenjob oder den langjährigen Teammitgliedern. Sie ist stolz auf ihre Mannschaft, welche Rewe intern ebenso eine der höchsten Auszeichnungen in der Region erhalten hat. Die Kunden wird's freuen. Das Qualitätszeichen ist dem gesamten Team zu verdanken. Das neue, alte Einkaufssiegel wird nun weitere 3 Jahre den Rewe-Markt schmücken.